Daten. Ja, nochmal ein ganz herzliches Willkommen und guten Morgen zu unserem Online-Seminar zur menschenrechtlichen Bedeutung der UN-Erklärung der Rechte von Bäuerinnen und Bauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten. Und wir beschäftigen uns heute im zweiten Modul einer dreiteiligen Seminarreihe mit nochmal stärker der menschenrechtlichen Bedeutung der UNDROP, wie diese Erklärung abgekürzt wird, und ihren Umsetzungsmöglichkeiten in Deutschland. Wir werden morgen das dritte Modul haben. Wer noch kurz entschlossen ist, kann noch teilnehmen. Das wird in Kassel stattfinden. Und wir werden uns morgen dann mit der Entwicklung ganz konkreter Ansätze für die Umsetzung der UNDROP in Deutschland beschäftigen. Ich begrüße für heute ganz herzlich Dr. Ana Maria Suárez Franco von FIAN International. Sie koordiniert FIANs Arbeit bei den Vereinten Nationen in Genf und ist Juristin und wird uns den ersten Vortrag halten, eben über nochmal stärker die menschenrechtliche Bedeutung und Einordnung in das Völkerrecht. Hallo Ana Maria, guten Morgen. Toll, dass du bei uns dabei bist. Danke. Ich begrüße weiterhin Michael Windfuhr. Michael Windfuhr ist stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und, wie ich gerade gehört habe, wieder gerade erneut gewählt worden in den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Michael wird uns dann stärker im zweiten Teil des Webseminars nochmal die Position der Bundesregierung Deutschlands zu der UNDROP erläutern und ja, Empfehlungen auch geben, wie wir alle zusammen auch stärker die Umsetzung in Deutschland durch Deutschland vorantreiben kommen. Ja, hallo Michael, toll, dass du da bist. Ich danke dir schon mal im Voraus. Mein Name ist Gertrud Falk. Ich arbeite bei FIAN Deutschland und werde dieses Webseminar moderieren. Und ich werde unterstützt heute von Paula Joya, die jetzt nicht im Bild ist, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, abgekürzt mit ABL. Sie wird heute für die Technik im Blick haben und gucken, dass alles smart, gut, problemlos läuft. Hallo Paula, toll, dass du das machst. Und ich werde unterstützt von Lena Wassermann von INCOTA, die gleich als Anwältin des Publikums, also von euch, von Ihnen allen agieren wird und Fragen von Ihnen, von euch bündeln wird, vortragen wird an die Referenten und Referentinnen. Und genau, sie ist gerade nicht im Bild, aber sie wird sich nachher zeigen auch. Da ist Lena. Hallo Lena. Genau, das Seminar wird organisiert, getragen von der ABL, von FIAN, von INCOTA und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die diese ganze Seminarreihe zusammen organisieren und gestalten. Und wir werden aber eben auch unterstützt von Brot für die Welt, Fairtrade Deutschland, der Interessensgemeinschaft Nachbau, Miserio, Oxfam und dem Weltfriedensdienst. Und ich danke allen Organisationen wirklich für die Mitarbeit und Unterstützung dieses Anliegens. Bevor wir gleich starten, habe ich noch ein paar technische Hinweise. Zum einen, also dieses Online-Seminar wird aufgezeichnet und aus diesem Grund werden also die Namen der von Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nicht genannt und nicht gezeigt, sodass wir auch mit Datenschutzbestimmungen da einfach denen entsprechen und nicht in Konflikt kommen. Und deswegen können Sie alle Fragen nur schriftlich eingeben. Fragen und natürlich auch Diskussionsbeiträge. Und wir bitten darum, die Fragen zur Technik, also wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, ausschließlich über den Chat einzugeben. Der Chat ist, finden Sie, wenn Sie unten mit der Maus an die Bildschirme unteren Rand gehen, da ist dieses Symbol Chat. Wenn Sie da draufklicken, dann geht rechts am Bildschirm ein Fenster auf und dann kann man da reinschreiben. Paula wird das prüfen und dazu eben dann auch antworten und darauf reagieren. Fragen zu Inhalten und auch Beiträge natürlich zu der Diskussion bitten wir nur über die Funktion Frage und Antwort einzugeben. Das findet man auch an dem unteren Bildschirmrand, wird abgekürzt mit F und A oder wer eine englische Version hat mit Q,
Q&A, steht eben für Fragen und Antworten oder Question and Answers. Es wird nach jedem Vortrag Zeit für Nachfragen geben und am Ende haben wir noch zusätzliche Zeit auch für eine umfassendere Diskussion zu den beiden Vorträgen und dem Thema natürlich. Beginnen wird Anna-Maria Suarez-Franco mit einer völkerrechtlichen Einordnung der Erklärung und folgen wird dann Michael Windfuhr, wird vortragen über die Position der Bundesregierung Deutschlands in dem ganzen Verfahren und auch jetzt eben in der Haltung zu der seit 2018 beschlossenen UN-Erklärung und wird über Anwendungsmöglichkeiten der UNDROP in Deutschland auch noch seine Ideen und Vorschläge mit uns teilen. Ich werde meine Kamera auch ausstellen während der Vorträge, hinterher sie wieder einschalten, sodass ich nicht weg bin, aber damit alle sich voll und ganz auf die Vorträge konzentrieren können. Ja, das war schon die Einführung und ich freue mich jetzt, dass wir den Vortrag von dir, Anna-Maria, hören können und du hast das Wort. Anna, du musst dein Mikrofon anstellen. Anna, dein Mikrofon ist aus. Jetzt ist es an, ja. Nee, ist wieder aus. Paula, kannst du was tun? Moment. Das Mikrofon ist noch auf stumm geschaltet. Anna, du kannst jetzt? Jetzt ist es an, ja. Ist es noch an? Ja, es ist noch an, okay. Ja, super. Sehr leid. Okay, vielen, vielen Dank, Gertrud und alle Organisatoren und auch Michael und die Teilnehmerinnen. Das ist eine gute Gelegenheit, weiter an unseren Erklärungen zu den Rechten von Bauern, Bäuerinnen und anderen Leute, die auf die rurale Felder arbeiten. Ich werde, wie Gertrud gesagt hat, über die völkerrechtliche Einordnung, Mehrwert und Anwendungsmöglichkeiten, denn UNDROP, UNDROP ist die englische Verkürzung und ich werde das auch entlang meiner Präsentation benutzen. Zum Ersten, als es deutlich ist im Völkerrecht, haben Erklärungen keine verbindlichen Kraft. Das heißt, es gibt keine Pflichten, richtige Pflichten, die daraus kommen für die Staaten. Trotzdem haben alle Staaten, die den Pflicht in gute Glaube wenigstens entlang dieser Erklärung zu handeln. Das heißt, dass die dies in Betracht nehmen sollen in den ganzen Verwaltung der Regierung oder in anderen Gewalten. Das ist, weil obwohl manche Staaten dagegen gewählt haben oder Abstention gewählt haben, diese Erklärung demokratisch angenommen worden ist. Und das heißt, dass es geltend für alle Mitglieder der Vereinten Nationen ist. Die Tatsache, dass es nicht verbindlich ist, heißt nicht, dass es keinen Wert hat. Im Gegenteil, es ist jetzt Teil von den Prinzipien der Völkerrechten und deswegen sollten alle legale Anwender eine kohärente Auslegung des nationalen Rechts mit dieser Erklärung und wir hoffen, dass durch den Praxis und Anerkennung von verschiedenen Staaten diese Erklärung sowie die universelle Menschenrechtserklärung sich in Gewohnheitsrecht umwandelt. Von dieser Frage dann kann man denken, okay, dann was ist der Mehrwert dieser Erklärung? Ich glaube, das Erste, das wir während der ganzen Verhandlung, an der ich auch teilgenommen habe, ist, dass hier wir sehr detaillierte Angaben haben zu den Staatenpflichten, um ihre existierenden Menschenrechtspflichten umzusetzen. Das heißt, der Pakt über zivile und politische Rechte, der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, SIDO, und andere, die die Staaten ratifiziert haben, die
sollten die im Einklang mit der Erklärung und mit den anderen Standards, dass der Committee on World Food Security adoptiert, angenommen haben. Das ist auch wichtig, weil, wie ihr wahrscheinlich weißt, in den Artikel zu den Pflichten der Staaten auch der Schutz von nichtstaatlichen Akteuren hier umgefasst wird. Das heißt, Staaten sollten Bauern von den Eingriffen der zum Beispiel große Unternehmen oder andere Akteure schützen. Und das sollte auch zur Verstärkung der Kämpfe gegen Umwelt- und Klimastörung. Es gibt einen Artikel zum Thema gesundes Recht auf gesunde Umwelt. Und das ist sehr passend mit dem gegenwärtigen Call von zivilgesellschaftlichen Organisationen am Menschenrechtsrat für die Erkennung von dieses Recht. Wenn dieser Sitzung das gerade passiert, werden wir zivilgesellschaftliche Organisationen Menschenrechtsrat fragen, dass dieses Recht anerkannt ist, dass es schon in vielen Verfassungen und auf regionalen Ebenen, zum Beispiel in den interamerikanischen Menschenrechtssystem anerkannt. Und jetzt gibt es diesen Call mit ungefähr 700 Unterschriften. Denn die Erklärung ist auch leitend zu Politiken gegenwärtiger Herausforderung in der Achtung, Schutz und Gewährleistung von denjenigen, die die gesunde, nachhaltige Ernährung herstellen. Das heißt Bauern, Fischern und andere, die meistens in die rurale Ebene diese Ernährung herstellen. Und das heißt, in Fällen von systematischer Diskriminierung, Ressourceneroberung wie Landgrabbing, Handelswirkung, industrialisierte Ernährungssysteme und in Eingriffe der Ernährungssouveränität oder Preisspekulation, wenn sowas in einer Gesellschaft passiert, sollte diese Erklärung aus Leitung, um Lösungen zu finden dienen. Denn es ist bekannt, dass in vielen Fällen, wenn diese Situationen kommen, die ich gerade erklärt habe, gibt es Probleme oder gibt es Zerbrechungen der sozialen Gefühle. Wenn die Rechte von Bauern verletzt werden, gibt es Gewalttätigkeit, Auswanderung, auch die zukünftigen Generationen von Bauern und andere rurale Gruppen werden verletzt. Und von daher sollte die Umsetzung von dieser Erklärung zum Schutz der sozialen Gefüge dienen. Darüber hinaus, es sollte auch den holistischen Schutz ruraler Ernährungsproduzenten, das heißt, wir konzentrieren hier uns nicht nur auf einem Recht und auch nicht nur auf einer Gruppe. Eine Situation, die wir in der Vergangenheit hatten, ist zum Beispiel, dass eine Erklärung für indigene Bevölkerungen gab, die das Recht auf Land von Indigenen geschützt hat, aber es gab nichts für die andere Gruppe und das hat dazu gebracht, dass zum Beispiel in vielen Ländern die Bauern waren, dann haben versucht, als Indigene sich zu identifizieren. Und das hat auch Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen verursacht. Die Idee von dieser Erklärung ist, dass beide Instrumente harmonisch ausgelegt werden. Und natürlich wird es auch Konflikte geben, weil die Konflikte in der Realität sind. Aber die zwei Erklärungen sollten so benutzt werden, dass Raum für harmonische Lösungen gibt. Und dann sollte auch für die Umwandlung der industriellen Ernährungssysteme dienen. Das, als ihr wahrscheinlich weißt, gibt es jetzt in der Committee on World Food Security, das ist das Ernährungssicherheitskomitee, das normalerweise in Rom verhandelt, eine Verhandlung über die Leitlinien zum Ernährungssysteme. Leider ist die Richtung, dass das nimmt, eher
ja, zugunsten der industriellen Ernährungssysteme. Und wir versuchen da zu arbeiten, um das eher in der Richtung von dieser Erklärung zu bringen. Das ist eine gute Leitlinie. Dann möchte ich mit der Anwendungsmöglichkeiten ja, weitermachen. Ich habe hier einige reingeschrieben, aber vielleicht in dem Umtausch können wir auch ein bisschen mehr suchen. Ich dachte, es gibt Anwendungsmöglichkeiten natürlich für die Behörden, das heißt in alle Staatsgewalten. Das heißt zum Beispiel die Leitung von Politiken auf lokale, nationale, regionale und internationale Ebene. Auf die lokale Ebene habe ich zum Beispiel in Kolumbien so ein bisschen verfolgt und da haben manche Lokalitäten, Municipalities, wie wir die nennen, schon die Erklärung für die Entwicklung von territorialen Entwicklungspläne benutzt und mit manchen sind wir jetzt in Verbindung damit, die in der lokale Politikprogrammen oder Strategien reinbringen. Aber es kann auch so auf die regionale Ebene, zum Beispiel in der Interamerikanischen Menschenrechtskommission machen wir jetzt eine ziemlich intensive Arbeit, damit auch Bauern da erscheinen. Es ist ein bisschen ein Paradox, dass in Lateinamerika die Mehrheit der Bevölkerung in den ruralen Ebenen ist und meistens Bauern und Indigenen und trotzdem werden Bauern sehr, sehr selten erwähnt und weniger ihre Rechte. Und natürlich in der internationalen Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist zum Beispiel für Deutschland sehr wichtig. Das heißt, wenn die Staaten internationale Zusammenarbeitsprogramme haben, sollten die schauen, dass die zur Implementierung, zur Umsetzung dieser Erklärung beitragen. Aber auch und sehr wichtig, dass durch die internationale Zusammenarbeit die Menschen, den Bauern und andere rurale Gemeinschaften nicht verletzt werden. Es ist natürlich eine Leitung für die Gesetzgebung. Auch in anderen Ländern gibt es schon verschiedene Initiativen für die Anerkennung der Bauern als politisches Subjekt, aber auch in anderen zu bestimmten Themen. Das kann auch zu Saatgut, Wasser etc. Von dieser Ansicht der Erklärung, das ist sehr unterschiedlich zu den sozusagen ja, dominante Vision, dass eher zum Schutz zum Beispiel von industriellen Agrargeschäften ist. Dann auch für die Leitung für gerichtliche Entscheidungen in Fällen, in denen Bäuerinnen Rechte verletzt werden. Das existierte schon vor der Erklärung, aber es war sehr, sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel einen Fall in Kolumbien gehabt, wo es anerkannt wurde und das war schon während der Verhandlung der Erklärung. Das heißt, die Erklärung hat schon bei der Verhandlung dazu beigetragen, dass die Rechte der Bauern und Bäuerinnen anerkannt werden. Aber jetzt wäre es leichter für die Richter, einfach diese Erklärung in der Auflegung reinzubringen und dadurch auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ist es sehr wichtig für die Zivilgesellschaft. Wir haben auch einige Tätigkeiten hier identifiziert. Wir benutzen schon die Erklärung in den Monitoring von der Umsetzung der Menschenrechtspakte, zum Beispiel der Pakt über wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten oder die SIDO. Wir haben zum Beispiel auch schon nicht nur Teile von unseren verschiedenen Parallelberichte zum WSK-Ausschuss über Bauern und ihren Rechten in Bezug auf diese Erklärung geschrieben, aber auch spezifische Berichte zu den ruralen Frauen. Wie ihr wahrscheinlich weiß, es gibt eine allgemeine Empfehlung vom SIDO zum ruralen Frauen und es ist wichtig, dass wir als zivilgesellschaftlichen Organisationen diese beiden Instrumente, die Erklärung und diese allgemeine Empfehlung zusammenlesen. Das kann auch
besonders wichtig für die feministische Kämpfe und die Verteidigung der Rechte der Frauen sein. Natürlich ist Monitoring nicht nur für die WSK-Ausschüsse, das kann auch mit den Sonderberichterstatter benutzen, es kann auch mit den regionalen Systemen benutzen oder auf nationalen und lokalen Ebene. Es ist auch wichtig für Advocacy, für die Ernährungshersteller in kleinem Maßstab auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, dass wir dadurch die Rechenschaftspflicht von den verschiedenen Behörden beklagen können, das heißt, die zum Recht Verantwortlichkeit bringen für die spezifische Lage der Bauern und Bäuerinnen. Und das hat auch sehr verschiedene Niveaus. Ne? Das kann mit eher symbolische, analytische Prozesse, wie zum Beispiel die People's Tribunals, die Völkertribunale oder Gerichte, Völkergerichte. Aber es kann auch in der formale Diskussion, dass wir mit den Behörden haben, auf verschiedenen Ebenen. Und es ist für mich sehr wichtig, als ich in verschiedenen Ländern drüber gearbeitet habe, zu sehen, wie diese Erklärung zu der Bewusstseinsbildung der allgemeinen Bevölkerung dient, aber natürlich auch die Verstärkung der eigenen Bauern- und Bäuerinnenbewegungen. Es war zum Beispiel interessant, es ist auch wieder Kolumbien, aber genauso in Paraguay zu sehen, wie als die Bauer erfahren haben, dass die diese Erklärung haben, ein bisschen ihre Strategiegedanken erfrischt haben und an neue Strategien gedacht haben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Kolumbien eine Aktivität, wo wir ungefähr 450 Bauern von verschiedenen Regionen hatten und die haben selber auf der Basis von dieser Erklärung gedacht, okay, wo möchten wir hin mit unseren Kämpfen? Und dann nach diesem haben wir eine größere Veranstaltung mit ungefähr 700 Leuten, wo die diese verschiedenen strategische Ideen und Ziele an der allgemeinen Bevölkerung vermittelt haben. Es ist auch wichtig für die strategische Gerechtigkeit, Rechtsstreitigkeit, also das ist der anderen Seite von der Münze, von dem, was die Richter machen sollen, wie Richter sehr deutlich sagen, ohne Fälle haben wir keine Entscheidungen, das heißt, auch wenn wir unsere Fälle zum Beispiel zu Landeroberung, die ganze GMO, Saatgut, das genetisch modifiziertes Saatgut, das jetzt in vielen Ländern stattfindet, können wir in der Rechtsstreitigkeit auch diese Argumente bringen. Wir haben zum Beispiel zum ersten Mal im Interamerikanischen Menschenrechtsgericht jetzt eine Entscheidung, dass beides die Erklärung und das Recht auf Nahrung erwähnt. Das ist der Fall La Cajonat von Argentinien. Und natürlich, es dient auch zu Capacity Building, dass ich komme ein bisschen zurück in Verbindung mit diesen Bewegungsverstärkung. Wir haben momentan zum Beispiel ein Projekt in Burkina Faso und das hat zum Beispiel verschiedene Workshops, verschiedene Seminaren mit diesen Bewegungen, wo die anhand der Erklärung ihre eigenen Strategien entwickeln und auch noch eins in Kolumbien, das verschwunden mit dem Friedensprozess ist. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr viele mehr haben werden. Und vielleicht zum Beenden hier, wir haben auch die Erklärung, die UNDROP, für die Verbindung von Kämpfen benutzt. Das heißt, wir können dadurch Landbewegungen, Umweltbewegungen, feministische Bewegungen, Gesundheitsbewegungen, extraktive Industrien, also die gegen extraktive Industrien arbeiten, zusammenbringen und dadurch versichern, dass diese Fragmentierung der Bewegungen nicht so günstig für das Erreichen von unseren Zielen ist, ein bisschen überbrückt wird. Und ich habe hier zum Beenden diese Cooking Political Agendas. Das ist eine neue
Guide, einem neuen Tool, das wir bei FIAN entwickelt haben, über wie Frauenkämpfe für das Recht auf Nahrung aussehen können. Und da spielt das UNDROP auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ihr könnt das auch in unserer Webseite sehen. Also das wäre jetzt meine Präsentation und ich bin natürlich für Diskussion und Fragen offen. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Anna-Maria, für diesen sehr kompakten Vortrag. Da war viel auch drin und ja, ich frage mal zunächst Lena, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, ich habe hier eine Frage schon, die wurde allerdings im Chat gestellt. Da vielleicht daher nochmal kurz die Erinnerung. Es wäre total klasse, wenn die Fragen über den F&A, also Fragen- und Antwortfunktion oder Q&A kommen, dann können wir die besser zuordnen. Die Frage ist, aber ich, Anna-Maria, anstelle ich dir, erstmal natürlich danke für den breiten Überblick und dann ist die Frage, welche Teile und Organisationen der Zivilgesellschaft sind bereits aktiv, die UNDROP-Inhalte umzusetzen? Und da schließt sich noch die Frage an, wie erreichen wir die anderen, also die noch nicht aktiv daran arbeiten, die UNDROP umzusetzen? Ja, danke. Das ist eine gute Frage. Also besonders aktiv ist La Via Campesina gewesen, aber wenn ein Satz ist sehr unterschiedlich von Land zu Land, aber auch, wie gesagt, diese feministischen Gruppen, die zum Beispiel, dass es mit unserem Guide gearbeitet hat, da haben viele Frauen von verschiedenen Ländern in Lateinamerika gearbeitet und die sind sehr aktiv. Wir haben auch einen Drop in den Diskussionen zur Umwelt und Umweltzerstörungsbekämpfung hier in Genf gebracht. Und die Fischervölker haben auch daran gearbeitet. Ich glaube auch einige von den Agrararbeiterorganisationen wie IUF, die WITA, das ist eine Trade Union. Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft. Die sind auch aktiv. Also das so mehr als globale Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Es ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Meistens sind erstens die Leute von La Via Campesina, aber dann verbinden sie sich mit anderen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, um die einzuwiegeln in diese Arbeit. Natürlich ist Capacity Building, also diese Bildungsprozesse, wie das wir jetzt haben, sehr wichtig, damit die Leute bewusst werden, über dieses Instrument, aber auch zum Beispiel die Aktivitäten mit Parlamente oder die Aktivitäten mit verschiedenen Behörden in vielen Ländern, auch mit den nationalen Menschenrechtsinstitutionen, können dazu beitragen, dass die Bewegungen aufmerksam werden. Wenn die sehen, dass es schon offiziell benutzt wird, gibt es ein bisschen mehr Hunger, um damit zu arbeiten. Also so erstmal leichter, wir können auch anderen hören, wenn die Leute auch im Chat Ideen schreiben wollen. Ja. Wäre sehr toll. Ja, danke. Das war nochmal eine ergänzende, gute Erklärung dazu. Gibt es noch weitere Fragen, Lena? Also mir sind jetzt bislang keine weiteren eingegangen. Ich hätte sonst auch eine Frage. Ja, dann frag. Anna-Maria, mich würde nochmal interessieren, ich fand das sehr spannend, auch was du über Kolumbien erzählt hast und diesen großen Workshop, den ihr organisiert habt, mit einer wirklich großen Beteiligung an Bäuerinnen und Bauern. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wurde dann eine Strategie entwickelt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was waren denn da die strategischen Prioritäten? Also welche Inhalte der UNDROP wurden da als Priorität angesehen? Kannst du da was zu den Ergebnissen sagen? Ich kann etwas von dem, das ich noch im Kopf habe. Natürlich sind sehr, sehr was manche so als neue Rechte beschreiben. Die sind neu, weil die schon zum Beispiel innerhalb des Rechts auf Nahrung oder Recht auf Wohnung waren, wie das Recht auf Land. Aber ich glaube, für die Leute war es sehr wichtig, das Recht auf Land, das noch in diesem Land ein Problem ist. Wir haben schon seit langem einen Krieg auf diesem Grund und die dachten, okay, das ist eine neue Art und Weise,
normalerweise zum Beispiel für die Bauernreserven. Das sind wie Landgebieten, die für die bäuerliche Aktivitäten geschützt werden. Das war für sie sehr wichtig. Die dachten auch das Recht auf Teilhabe, besonders weil die Konsultationen oder Befragungen aus der Initiative von den Gemeinschaften machen, um extraktive Projekte zu verhindern. Das war für sie wichtig. Wasser für Agrikultur. Wir haben ein riesiges Problem mit, wie heißt das, Mercury. Blei. Das heißt Blei oder Quecksilber, auch. Eins von beiden. Quecksilber, ne? Und sehr oft haben die wirklich dieses Recht auf Wasser für die Agraraktivitäten nicht. Und das ist eine Art und Weise, zusammen das Recht auf Wasser für die Agrikultur mit dem Recht auf gesunde Umwelt zusammenzubringen. Die haben insgesamt diese Interesse gegen den transnationalen Unternehmen, die den Menschenrechte der Bauern verstoßen, zu arbeiten. Es gibt momentan eine Verhandlung bei der UN zum Thema und jetzt nicht so viel in der Erklärung, aber die dachten auch, das kann auch dazu benutzt werden, als Verteidigung für diese riesigen Projekte, die ihre Lebenskontexte zerstören. Und das Recht auf Saatgut war auch sehr wichtig, ne? Und ich glaube, es wäre interessant, jetzt nach dem Covid-Krisen oder mit dem Covid-Krise da reinzugehen, weil ich glaube, manche Probleme haben sich verstärkt, aber auch manche Lösungen, die Bauern vorschlagen, sind wichtiger geworden. Ne? Zum Beispiel, als die kein Saatgut von draußen kriegen konnten, haben die in vielen Ländern, nicht nur in Kolumbien, bemerkt, dass es sehr wichtig ist, die traditionelle Saatgut zu schützen. Und ich glaube, die werden dann die Erklärung zusammen mit dieser Situation bringen und das dafür benutzen. Ich würde sagen, das waren die wichtigen, auch in Kolumbien natürlich, Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger, Landverteidiger, Umweltverteidiger, weil in dem Land das wirklich ein riesiges Problem ist, besonders nach dem Friedensabkommen, ne? Und da sind starke, es gibt starke Standards im Völkerrecht, aber die Tatsache, dass es hier für die Bauern ist, hilft auch ein bisschen, diese Kämpfe zu verstärken. Ja, danke, Anna Maria. Ich glaube, das macht auch nochmal deutlich, wirklich die Internationalität, Globalität dieser Probleme und Schwierigkeiten und strukturellen Diskriminierungen von Bauern und Bäuerinnen. Denn das vorwegzunehmen, auch für den morgigen Tag haben sich auch die Deutschen, der ABL, deutschen Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel genau die gleichen Themen auch gewünscht. Land, Saatgut, weil das eben auch für die Bauern und Bäuerinnen hier in Deutschland ein großes Problem ist. Und es macht einfach deutlich, sozusagen, wie international wirklich dieses Anliegen ist und ja, kann ja hoffentlich eben auch zu einer Stärkung des Bewusstseins dazu führen. Nina, ich möchte Gertrud nur eine Sache sagen. Ich habe es vergessen, aber diese Erklärung hat zum ersten Mal das Recht auf Ernährungssouveränität anerkannt. Und das war für die Kolumbianer, aber nicht nur für die Kolumbianer, auch in Nepal, in Bolivien, in Ecuador, in Burkina Faso sehr wichtig. Das besonders in Verbindung mit den Handelsmodellen, ne? Handelsdominante Modellen und industrielle Ernährungssysteme. Und ich glaube, das ist überall, da wo die Via Campesina, aber nicht nur Via Campesina, ist ein sehr wichtiges Thema, das ich glaube auch in Deutschland nicht so leicht ist, richtig? Ja, genau, danke. Nina, gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen auch. Ja, es gibt noch, die Frage konkret nach Tools. Also welche Tools, Anna-Maria, habt ihr schon entwickelt für die verschiedenen Gruppen auch? Und wo sind sie erhältlich? Okay, also jetzt haben wir diesen Tool hier, das ist auf unserer Webseite. Wir werden auch diesen PowerPoint verteilen und ihr habt da einen Hyperlink zu dat. Und wir sind momentan an der Entwicklung von einem breiteren Tool. Das ist eine Toolkit, wo wir versuchen auch auf die
Ja, die verschiedenen Situationen in den verschiedenen Regionen zu antworten. Es ist nicht so leicht, weil immerhin, wenn manche Themen wirklich überall anwesend sind, der Ausdruck von diesen Problemen ist nicht das gleiche in Europa als in Afrika, Asien oder die Amerikas. Also wir versuchen das zu entwickeln. Deswegen braucht es auch ein bisschen mehr Zeit und das wird auch auf unserer Webseite erscheinen. Und wir arbeiten momentan auch an Briefings über verschiedene Themen. Ne? Wir haben ja für die Verhandlung Briefings geschrieben, dass noch nutzbar sind, weil die ein bisschen das Spirit hinter den Artikeln erklärt. Und jetzt machen wir verschiedene zum Umwelt- und Bauernrechte, zur transnationalen Unternehmen und Bauernrechte und anderen. Und wir werden etwas im Kürzen veröffentlichen, das nicht nur zu Bauernrechten ist, aber auch sehr wichtig dafür sein wird. Das ist das neue Right to Food and Nutrition Watch. Das ist unser Watch zur Ernährung und Nahrung und Ernährung. Dieses Jahr ist es über Umwelt und Ernährung und natürlich kommt die Erklärung da in vielen von den Artikeln und schaut, wie wir beide Themen gut verbinden können und wie die Erklärung dazu nutzbar ist. Ja, danke. Also bitte an alle, sich auf der Internetseite, die jetzt hier eingeblendet ist, auch von FIAN International, www.fian.org, da auch nochmal umzuschauen. Genau. Gut, dann würde ich denken, wir machen jetzt hier gerade die aktuelle Fragenrunde, schließen die zu Anna-Marias Vortrag ab. Anna-Maria wird aber die ganze Zeit beim Online-Seminar auch dabei sein und auch später noch zur Diskussion da sein. Und ich würde jetzt übergeben an Michael Windfuhr für seinen Vortrag, nochmal speziell eben zur Deutschlands Rolle, Deutschlands Position und Möglichkeiten auch der Umsetzung in Deutschland, durch Deutschland. Michael, du hast ja das Wort und genau, da ist auch deine Hallo und schönen guten Morgen. Ich habe meine Präsentation auch mitgebracht und schon geteilt. Ich kann sie nicht ganz groß stellen, das klappt nicht, weil ich irgendwie noch einen anderen Bildschirm hinten dran hängen habe. Das haben wir schon getestet. Das tut mir sehr leid. Und ich soll heute nachdenken über Bedeutung und Anwendung von UNDROP in Deutschland und möchte vorwegschicken, dass es viele Themenfelder gibt in Deutschland, die ich auch nicht immer komplett im Blick habe. Es sind ja auch bestimmt einige von der ABL, die mit zuhören, die sich agrarpolitisch noch viel enger in Deutschland umtummeln. Also das sind eher Gedanken meiner Seite, die wir gerne ergänzen können in der Diskussion, wenn es darüber geht, nachzudenken, wo könnten sozusagen Ansätze und Lösungen sein. Was ich vorhabe, jetzt mit meiner, Moment, ich muss es glaube ich doch so machen. Dann sieht man das zwar ein bisschen komisch, aber so kann ich wenigstens gut weiterleiten. Ja. Was ich jetzt vorhabe in den nächsten 20 Minuten, ist einmal nochmal zu reflektieren, darum war ich auch gebeten worden, was war die Position Deutschlands während der Verhandlungen zu dem UNDROP-Dokument, zur Erklärung. Ich will zweitens darüber nachdenken, welche Bedeutung haben solche Soft-Law-Instrumente in verschiedenen Politikfeldern in Deutschland. Dann will ich darüber nachdenken, in welchen Politikfeldern sollte UNDROP eigentlich in Deutschland genutzt werden oder auch in der deutschen EZ. Und das vierte ist zu überlegen, wer müsste eigentlich für die noch verbesserte Anwendung gewonnen werden in Deutschland. Ich glaube, das ist ein zentrales Nachdenken. Und ich fange mal an mit Positionen Deutschlands während der Ausarbeitung von UNDROP. Federführend war das Auswärtige Amt. Ich habe hier schon mal hingeschrieben, allerdings ohne jegliches eigenes Anliegen. Die haben das im Grunde nur verwaltet und haben im Grunde geechot, was viele andere Ministerien vorgebracht haben. Eben die Sorge vor der generelle Sorge, die im Auswärtigen Amt immer vorgebracht wird, Entschuldigung, für die sozusagen Proliferation neuerer Instrumente im Menschenrechtsbereich. Wir erleben das meinetwegen auch, wenn wir derzeit uns einsetzen für eine Konvention Rechte Älterer, dass sie sagen, ah, wir haben schon so viele Treaties, Verträge im Menschenrechtsbereich und noch einen, dann gibt es noch einen Ausschuss. Wer soll das alles bezahlen? Wer soll die ganzen Berichte dafür schreiben? Es gibt sozusagen eine Müdigkeit für neue Instrumente. Und das hat das Auswärtige Amt auch immer geschildert und mitgebracht. Michael, kannst du versuchen, deine Präsentation
zu klicken. Also wenn du vielleicht am linken Rand auf die Folien klickst, dann... Ach, geht das nicht weiter? Sorry. Nee, es geht nicht weiter. Komisch. Teile ich nochmal. Ja. So. Geht das jetzt so? Jetzt ist die Startfolie und guck mal, ob du... So geht es, ja? Jetzt geht's, ja, genau. Danke. Okay, dann muss ich so machen per Hand. Ja, alles da. Also hier war ich stehen geblieben. Ja? Also das, da steht schon ohne eigenes Anliegen und Sorge vor der Proliferation neuerer Instrumente. Das Zweite, was immer wieder vorgebracht wurde, sind die Gruppe Peasants, denn hinreichend identifizierbar. Die sind doch in Kanada ganz groß und in Burkina Faso ganz klein. Das ist doch gar nicht abgrenzbar. Also das waren, glaube ich, Probleme, die immer wieder vom Auswärtigen Amt vorgebracht wurden. Das zweite Problem war, dass im Grunde kein Ministerium erkennbar war, dass ein besonderes Interesse Anliegen an diesem Prozess hatte. Es gab ein gewisses Interesse im BMZ, weil man sich auch um Rural Governance, um Produzenten in Entwicklungsländern kümmert, aber das war auch sehr verhalten. Im Landwirtschaftsministerium habe ich im Grunde kaum was wahrgenommen an Interesse. War auch kein Prozess, der in Rom stattfand, für das Landwirtschaftsministerium zuständig wäre, also bei der FAO oder dem Committee für World Food Security, sodass, ja, wenn überhaupt es ein Verhaltensinteresse gab bei Referatsleiterinnen oder den darunter liegenden Mitarbeitenden, aber überhaupt nicht in der Leitungsebene eines dieser Häuser. Und das spiegelt sich wieder auch in einem wahnsinnig geringen Interesse im politischen Raum, bei Parlamentarierinnen oder Parteien, selbst, ich sag mal, SPD, Grüne, Linke. Ich habe nicht viele erlebt, die sich da wirklich für verkämpft haben. Also verkämpft haben auch in dem Sinne, das zu einem wichtigen Thema in den Parteien zu machen. Also auch dieses Bild, wir müssen uns anders um ländliche Regionen und Bauern zu kümmern, wirklich teilen. Und ich halte das für eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn man jetzt nochmal über die Themen Klimawandel, Artenschutz nachdenkt, passiert bei uns in ländlichen Regionen so dramatisch viel auch. Also nicht nur in vielen Ländern des Südens, dort sowieso, aber auch bei uns, was sozusagen Klimawandel da ist, die Nachhaltigkeit unserer eigenen Produktionsformate. Wir müssen so viel umbauen, darüber nachdenken, wie könnten ländliche Räume so gestaltet werden, dass sie resilient sind, wirklich für Klimawandel und die Herausforderung, dass es tragisch ist, dass da so wenig Nachdenken bislang zugekommen ist. Wenn wird nur generell über Prozentsätze nachgedacht, wie viel CO2 sollte in der Landwirtschaft gespart werden, und dann kommt man maximal auf Tierhaltung. Was natürlich ein wichtiger Grund ist, aber das Nachdenken über ländliche Räume ist wahnsinnig runtergefahren in den politischen Kontexten. Dann gab es noch dazu Widerstände in einigen Ministerien, vor allen Dingen den dortigen Rechtsabteilungen. Wenn sich schon inhaltlich keiner eingesetzt hat für UNDROP, waren die Rechtsabteilungen, die haben das genau gelesen und haben sich sehr geärgert darin, dass da viele neue Rechte formuliert worden sind zu Saatgut, das Recht auf Land. Vor allen Dingen stand da lange drin das Recht auf faire Preise. Das ist am Ende jetzt verändert worden in der Formulierung. Aber da haben sie natürlich, haben sich sehr viele darüber lustig gemacht. Ich habe das mal mitgekriegt bei einer internen Sitzung, gesagt, faire Preise will doch jeder haben, jeder Schreiner, jeder Schuhhändler. Was ist denn das für ein Quatsch? Also so wurde es ein bisschen verhohnepiepelt, sage ich mal. Und diese Stimmung war überhaupt nicht zu kippen. Deswegen hat sich in Deutschland so richtig wirklich keiner dafür eingesetzt. Und es gab auch Kritik an unbestimmten sozusagen Artikeln. Was heißt Food Sovereignty? Was ist die Selbstbestimmung, von der die Rede ist? Das können wir gar nicht rechtlich abschätzen, haben die gesagt. Und es gab in einzelnen Ministerien, in dem Fall zum Beispiel im Umweltministerium, sogar scharfe Widerstände, gerade gegen Artikel 5 der UNDROP-Erklärung, wo das Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen steht, weil man sagte, es sind doch die Bauern, die bei uns die natürlichen Ressourcen am meisten belasten, Nitrate im Grundwasser. Und wenn das der Grund ist, dann können wir denen noch nicht das Recht geben, das noch unbegrenzten Zugang zu haben. Wir müssen doch gerade deren Zugang zu unseren Umweltmedien begrenzen, die stärker kontrollieren. Also das war sozusagen die Stimmung, die ich wahrgenommen habe. Ich stelle das gerade mal so ein bisschen dar, weil das ja auch das ist, mit dem man sich jetzt abarbeiten müsste, wenn man sozusagen darüber nachdenkt, wie man UNDROP eigentlich populärer machen kann. Vielleicht ein kurzer
nachdenken darüber, was haben Softlaw-Instrumente überhaupt in Politikfeldern in Deutschland an Bedeutung. Es ist natürlich so, dass Konventionen selber, wenn man eine richtige Konvention hat, schon die automatisch im deutschen Recht die Bedeutung eines normalen Gesetzes haben, positiven Rechts, also sehr wichtig sind. Softlaw-Instrumente haben das nicht, aber sie können wichtige Interpretationsleitfäden sein und teilweise sehr einflussreich sein. Manchmal sind sie aber auch völlig ohne Relevanz und ich glaube, darum müssen wir kämpfen. Ja? Also Beispiele hoher Wirkung wären zum Beispiel die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die mit dem Aktionsplan in Deutschland gerade riesigen Widerhall haben bei Unternehmen, Gewerkschaften, NRO. Es gibt eine eigene Initiative, Lieferkettengesetz deutscher NROs und so weiter. Das ist ein Instrument, was wahnsinnigen Einfluss hat. Oder nehmen wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, die natürlich als eines der handlungsmächtigsten Instrumente auch ein Soft-Law-Instrument sind und keine verbindliche Konvention. Und selbst die freiwilligen Leitlinien für Governance of Tenure of Land, Forest and Fisheries, die VGGTs sozusagen, haben ja in der deutschen EZ, in der Weltbank, im CFS eine ganz andere Widerhall gehabt als UNDROP bislang. Und wir müssten also bei UNDROP dann darüber nachdenken, wie man sozusagen von einer geringeren Wirkung auf eine höhere Wirkung umschalten könnte. Und das hängt eben sehr von der Thematik ab. Die Wirkung ist nicht immer planbar, aber das wäre sozusagen Teil unseres Nachdenkens, wie man sie sozusagen verbessern kann. Vorteilhaft kann es natürlich sein, institutionelle Eigeninteressen von Akteuren zu gewinnen, zum Beispiel in der EZ, weil es dort eine Menge Akteure gibt, in der GIZ oder auch in NROs, die sich eben um besonders vulnerable Gruppen in ländlichen Regionen kümmern, die Verhinderung von Landkonzentration, von Saatgutmacht und so weiter thematisch alles unterstützen, dass diese sozusagen Akteure in Institutionen, ich glaube, die müssen wir gewinnen, thematisch und für eine allgemeine Setting auch des Themas stärker einbinden. Ich glaube, das ist uns in der Form auch noch nicht ganz gelungen. Welche Politikfelder sind es jetzt, für die UNDROP nun wichtig werden, gerade für die Umsetzung in Deutschland? Und ich habe das mal aufgegliedert, erst denke ich über nationale Politik nach und dann über Entwicklungspolitik. In der nationalen Politik sind das die Bereiche, die was mit Planung zu tun haben, Regional- und Flächennutzungsplanung. Das klingt erstmal weit weg, aber da werden entscheidende Weichenstellungen dafür gesetzt, wie landwirtschaftliche Nutzflächen genutzt werden, wie intensiv, welche Auflagen es gibt, Naturschutzauflagen oder andere. Und die müssten wir natürlich sozusagen erreichen, diese Planungsprozesse, Planungsinstitutionen, auch um UNDROP zu nehmen, um zu sagen, das ist ein Instrument, was beschreibt, wie müssten eigentlich Akteure in ländlichen Regionen, bäuerliche Betriebe, Arbeiterinnen, Arbeiter, alle zusammenarbeiten können, um sozusagen nachhaltige Entwicklung möglich zu machen. Ich glaube, dafür kann UNDROP sehr gut genutzt werden für sozusagen die große Geschichte dahinter. Wichtig wäre, dass man über Beteiligungsverfahren spricht, UNDROP auch nutzt, um bessere Möglichkeiten für Menschen in ländlichen Regionen zu haben, bei den sie betreffenden Prozessen besser gehört zu sein. Die Agrarpolitik selber ist natürlich eine große Rolle, also faire Preise, Einkommenssicherung, ist Stabilisierung ist ganz wichtig. Da haben wir natürlich die jetzt anstehenden GAP-Verhandlungen. Da müsste man sozusagen die Themen von UNDROP auch noch stärker reinholen. Da wurde bestimmt am Freitag schon drüber gesprochen, weil das ja ein EU-Thema ist. Aber ich glaube, das haben wir nicht bislang ausreichend genutzt, würde ich zumindest in meiner Wahrnehmung sagen, das auch noch als Themen wirklich bei deutschen Parlamentariern und bei deutschen EU-Parlamentariern zu verbessern. Das Gleiche würde eben für das Saatgut- und Nachbauthema gelten. Das kann aber auch sein, dass da schon viel läuft, viel mehr als ich weiß. Was wichtig ist, dass natürlich weitere Fragen, Handelsfragen und die gemeinsame Agrarpolitik wirklich stärker berücksichtigt werden müssten und wir müssten das durchbuchstabieren, was das hieße jetzt für die anstehenden Prozesse. Wichtig wäre aber auch ein Thema, das Thema Arbeitskräfte, Beschäftigte. Wir haben ja gerade durch die Skandale in der Fleischindustrie oder auch die Covid-Skandale auf diesem Gemüsehof in Hof und anderen Stellen ja nochmal sehr intensiv darüber nachgedacht, was haben wir eigentlich für Arbeitsbeziehungen in ländlichen Regionen. Auch da kann UNDROP im Grunde ein wichtiges Dokument sein. Und weil viele Leute das selber skandalös empfinden, auch was sozusagen dort an informellen Arbeitsbeziehungen da ist, wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, dafür zu werben, für den holistischen Ansatz, von dem Anna-Maria auch gesprochen hat, der hinter UNDROP steht, und das zu versuchen umzusetzen. Jetzt sind aber in dem
Text auch einige Themenbereiche drin, die gar nicht nur agrarsektorspezifisch sind, zum Beispiel Klimawandel, Schutz von Artenvielfalt. Da müssen in Deutschland ja ganz viele politische sozusagen Sektoren auch zusammenkommen, um darüber nachzudenken. Das würde auch gelten für das gesamte Themenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard, die bei UNDROP drin sind, also das Recht auf Nahrung, Wohnung, Wasser, Gesundheit. Die sind natürlich in Deutschland zum Teil anders organisiert, also weil die Grundabsicherung geht halt über Sozialhilfe. Das Recht auf Nahrung wird nicht über Landwirtschaft abgedeckt, sondern auch über Sozialhilfe. Zugang zu Land wird abgesichert über einen Mieterschutz. Und auch Gesundheit ist in einem ganz anderen Politikfeld geregelt. Das ist natürlich nur bedingt einsetzbar in Deutschland. Da müsste man halt überlegen, wie man sozusagen mit diesen Themen umgehen kann. Ich finde, gerade bei Nahrung und bei Wasser kann man sehr viel aus UNDROP ziehen, auch für Debatten in Deutschland über Verbraucher- und Nahrungsmittelqualität. Bei Wasser auch über die gesamten Belastungsfaktoren für Wasser. Wir haben ja sehr viele nitratbelastete Grundwasserquellen, in manchen Bundesländern 60-70% und so weiter. Da können wir sehr viel drüber nachdenken, um diese Themen sozusagen aufzugreifen. Ich könnte mir jedenfalls denken, dass zum Beispiel diese Zukunftskommission Landwirtschaft, die jetzt ja gerade begonnen hat, die zwar im Grunde eine Zusage war an die falsche Bauernschaftsgruppe in Deutschland nach dieser 7000er Traktorendemo hier vor Ort, aber die bietet natürlich eine Chance, möglicherweise gerade die Kombination von Themen, die in UNDROP sind, mit reinzubringen, und die könnten dort im Grunde, könnte dieser Text vielleicht auch sozusagen als ein Leitbild für die gesamte Debatte mitgenutzt werden. Ich habe zumindest im Interview mit der ABL-Vorsitzenden Elisabeth Fresen in der Bauernstimme gesehen, dass es auch in der ABL diese Zukunftskommission als Chance gesehen wird, auch sogar unter dem Begriff neuer Gesellschaftsvertrag. Also das stärker zu nutzen und da UNDROP zu nehmen als Modell sozusagen des Nachdenkens, weil es eben auch ein Text ist, der vielleicht manchmal für die Juristen im Ministerien schwer ist, weil er aus der sozusagen Arbeitsgruppe von La Via Campesina stammt, aber deswegen sozusagen stärker ist vom Ausdruck her vielleicht. Das müsste man im Grunde nutzen und da müsste man drüber nachdenken, wie man auch die Mitglieder der Kommission und die ganzen Prozesse drumherum stärker beeinflussen könnte. Ich glaube jedenfalls, dass wir für die Umsetzung und Steuerung eine koordinierende Institution zur Umsetzung der Deklaration in Deutschland brauchen würden. Das könnte natürlich eine Kombination sein. Ich habe ja mal hingeschrieben, das UBA und mit Bundesamt, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die müsste man natürlich weit heranholen. Wir könnten ein bisschen mitmachen. Also wir müssten überlegen, welche institutionelle Backing der von UNDROP könnte sein, auch um UNDROP zum Beispiel eben in so etwas wie die Zukunftskommission Landwirtschaft hineinzubringen. Ich fände auch gut, es würde eine Studie beauftragt an irgendeiner Uni oder durch das UBA oder andere, um nochmal Risiken und Umsetzungsaufgaben von UNDROP in Deutschland stärker zu identifizieren und sozusagen die einzelnen Artikel mal durchbuchstabieren zu lassen, um das, was ich jetzt so kursorisch gerade mal angefangen habe, in welchen Themen ist eigentlich wo Relevanz in UNDROP, um das stärker auszuarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, wenn so eine Studie da wäre, die 80-100 Seiten hat und am Ende 10 Empfehlungen für prioritäre Umsetzung in Deutschland hätte. Das wäre sehr leicht, viel leichter dann in sowas reinzukommen wie diese Zukunftskommission Landwirtschaft. Es gibt natürlich auch die extraterritoriale Dimension, Entwicklungspolitik und internationale Zusammenarbeit. Das ist ein eigener Artikel bei UNDROP, nämlich Artikel 2. Das ist natürlich für mich auch ein Anliegen, dass sozusagen die Themen, die in UNDROP vorhanden sind, systematischer inhaliert werden, auch von der Entwicklungszusammenarbeit. Im Grunde ist UNDROP ein Dokument für Rural Governance, für verantwortliches Regierungshandeln in ländlichen Regionen und könnte ein sehr relevanter Text sein. Da steckt viel drin, was auch die EZ von der Grundsätzlichkeit eigentlich unterstützt. Unterstützung von Bauernorganisationen, Genossenschaften, dem Recht, sich zu organisieren, dem Recht auf Nahrung. Fairer Zugang zu Verfahren und Justiz ist im Menschenrechtskonzept des BMZ enthalten. Schutz von Menschenrechtsverteidigern ist ein ganz wichtiges Thema des Auswärtigen Amtes. Die Themen, die wichtig sind für UNDROP, also Zugang zu Land, Schutz vor Zwangsvertreibungen, der ganzen Druck, den es gibt in ländlichen Regionen auf einzelne Bevölkerungsgruppen, die prekäre Situation von Landarbeiterinnen, gerade im informellen Sektor, schwere Formen von Kinderarbeit. Das sind Themen, die alle im Grunde anerkannt sind in der
EZ, leichter übrigens, viel leichter als in Deutschland, weil in Deutschland spricht man nicht so gerne über Landarbeiterinnen, weil dann hätte es ja auch Kosten hinter sich. Woanders ist es leichter, das zu thematisieren. Und auch einzelne Gruppen, die in UNDROP nochmal extra angesprochen werden, also Indigene, Frauen mit ganz verschiedenen Diskriminierungstatbeständen, Ältere in ländlichen Regionen, um mal ein paar zu nennen, sind alles Gruppen, die auch auf dem sozusagen Schirm der Entwicklungszusammenarbeit sind. Auch hier wäre unbedingt eine Koordinierung wünschenswert. Es gibt ja für diese Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger im Ministerium einen Begleitkreis. Ich bin da auch drin. Vielleicht müsste man sowas finden oder ein anderes Multistakeholder-Forum, was das wirklich systematischer vorantreibt. Es ist aber auch so, dass natürlich in dem Ministerium dieses Thema nicht die höchste Priorität derzeit hat. Wer müsste jetzt für die Anwendung gewonnen werden? Ich habe das ja im Grunde schon angefangen. Ich habe es aber nochmal zusammengeschrieben auf zwei Folien hier. Wir bräuchten, glaube ich, auf nationaler Ebene ein, ich nenne das jetzt mal Lead-Ministerium, Entschuldigung für diesen englisch-deutschen Begriff. Vielleicht könnte es das BML sein, die Zukunftskommission. Vielleicht könnte es auch das BML mit dem UBA sein, weil eigentlich über die Nachhaltigkeitsthemen man viel gewinnen könnte, was auch positiv sein könnte für Bauern. Wir brauchen jedenfalls diesen Diskurskontext, Zukunft ländlicher Räume, dass wir den wirklich weit offen machen. Wir brauchen wirklich eine andere Gestaltung unseres eigenen Umgangs damit. Ich glaube, da sehe ich auch eine Chance drin, zum Beispiel im politischen Raum voranzukommen. Wir bräuchten neben einem Ministerium eben entsprechende Umsetzungsinstitutionen. Ich hatte ja die BLE, das UBA schon benannt. Vielleicht kann man mit dem neuen Chef vom UBA, dem Dick Messner, mal ins Gespräch kommen oder beide Ministerien gewinnen, dass sie zumindest ein besonderes Augenmerk darauf richten. Und vielleicht müssten wir auch einige Landesanstalte für Landwirtschaft gewinnen, das Bayerische Landesanstalt oder andere, das Thema sozusagen stärker zu durchdenken und aufzunehmen. Dasselbe würde ich denken für politische Parteien und Verbände. Lead-Personen, die wirklich das Thema verstanden haben, fehlen mir im Grunde in fast allen Parteien, die wirklich sagen, das ist jetzt das Thema, was ich nutze, um über diesen Kontext neuer Gesellschaftsvertrag, Zukunft ländlicher Regionen anders zu reden. Und wir müssten dafür auch in den Medien eben zentrale Ansprechpersonen finden. Leute wie Frau Christiane Gräfe, die schreibt aber eher über Bioökonomie als über UNDROP im Moment. Und das müssten wir, glaube ich, noch stärker gewinnen, dass wir da sozusagen einen Kreis haben von Leuten, die diesen breiten Kontext, diese gute Erzählung, die dahinter steckt. Bauern haben selber einen Text geschrieben für die Vereinten Nationen. Der hat natürlich vielleicht einen Duktus manchmal, der nicht ganz ist wie alle UNO-Texte, aber deswegen hat er auch eine besondere Stärke. Dafür müsste man, glaube ich, Räume gewinnen. Gut, dasselbe würde natürlich gelten im europäischen Bereich. Da wurde ja schon am Freitag drüber gesprochen, das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt. Ich denke mir auch, dass wir für im Bereich der Europaparlamentarier wirklich diese Lead-Personen brauchen. Das würde in Zielländern gelten, also in den Ländern des Südens, aber auch im UNO-Kontext. Auch da müsste man stärker darüber nachdenken. Es gibt ja Überlegungen, ob man nicht eine Sonderberichterstatterin dafür bräuchte oder vielleicht eine eigene Arbeitsgruppe einrichten könnte, in Analogie zu diesem UN-Permanent-Forum. Und Indigenous Peoples könnte man ja vielleicht auch was Gleiches designen. Aber wichtig, ich sollte ja vor allem über den nationalen Bereich nachdenken. Und den habe ich jetzt betont. Interessant wäre auch nochmal, wenn man jetzt so eine Studie aufsetzen könnte, was wäre nötig, um UNDROP umzusetzen in Deutschland, könnte man die vielleicht auch aufsetzen, indem man sagt, wir stellen auch fest, wie könnte man denn die Umsetzung dann monitoren oder sagen wir die Entwicklungstrends in diesen 10 von mir benannten Hauptthemenfeldern. Das fände ich gut, das würde gemonitort. Das könnten natürlich nationale Menschenrechtsinstitutionen machen. Letztendlich ist auch der Ausschuss, in dem ich drin bin, für wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte aufgefordert, UNDROP systematischer aufzugreifen. Und das werden wir auch tun. Schon wenn wir jetzt gerade einen General Comment zum Thema Land machen, werden wir auch, oder wirtschaftlich, soziale Menschenrechte und Land, werden wir das als Referenzthema nehmen. Wichtig ist mir nochmal, dass es gelingen muss, die Dynamik sozusagen der Klimagespräche über Landwirtschaft, die Zukunft von Landwirtschaft, wo ja schon deutlicher wird, dass mehr passieren muss im ländlichen Bereich. Das ist neben dem Verkehrssektor derjenige, wo am wenigsten erreicht worden ist. Wenn man nicht das annimmt, was das Landwirtschaftsministerium immer sagt, 40% CO2-Reduktion stecken schon in der Säule 1. So wird ja das vom BMEL immer vorgerechnet, weil man da ja schon einige leichte Auflagen hat.
weniger intensiv zu wirtschaften, was natürlich eine Milchmädchenrechnung ist. Aber wenn man das ernsthaft angehen will, ist da eine Riesenchance drin. Und da sind auch die Alliierten vielleicht, die man noch braucht, um das ganze Thema voranzutreiben. Also mein Resümee ist, bislang haben wir eine relativ schwache Wahrnehmung von UNDROP in Parteien, in Ministerien, in Umsetzungsinstitutionen, aber selbst in der Zivilgesellschaft an vielen Stellen. Notwendig ist, wir brauchen eine bessere völkerrechtliche, juristische Wahrnehmung des Textes, ein bisschen, wie ich das gerade geschrieben habe, über die Entstehungsgenese dafür zu werben. Wir brauchen mehr Artikel, Fachtagungen mit Fachcommunities, also im agrarpolitischen Bereich. Und wir brauchen dringend die von mir benannten Lead-Personen in Parteien auf deutscher und europäischer Ebene. Dann hatte ich ja gesagt, wir brauchen eben sowas wie Umsetzungszentralen. Wir müssten überlegen, für die internationale Arbeit, also internationale Zusammenarbeit, die SEWO vielleicht zu gewinnen, vielleicht auch stärker noch die KfW, GITS, deutsche NROs, die sozusagen in der SEWO oder in der Eine Welt ohne Hunger Kontext mitarbeiten. Vielleicht brauchen wir da auch ein, zwei Lead-NROs, die sagen, ich mache mir das wirklich zum ganz zentralen Thema, nicht nur als ein Thema unter vielem. Also Organisationen wie Brot oder Welthungerhilfe, das noch viel stärker aufzugreifen. Und national würden wir, glaube ich, auch einen kleinen Beirat brauchen zur Umsetzung. Vielleicht gibt es das auch schon oder ist das angedacht. Wir müssten vielleicht den wissenschaftlichen Beirat des BMWL gewinnen, der zum Teil ganz progressive Stellungnahmen ja macht. Unbedingt die Zukunftskommission Landwirtschaft nutzen. Und wahrscheinlich müssten wir uns dafür verabreden, so einen Politikberatungs- und Strategieworkshop zu machen. 2 Tage intensiv im Vorfeld der Bundestagswahl. Wie kriegt man UNDROP eigentlich in diese Themen rein? Das machen auch andere Akteure, die das erneuerbaren Energiegesetz beeinflussen wollen. Die treffen sich zu solchen Strategieworkshops, weil diese Ideen, die ich jetzt mal so kursorisch runtergeschrieben habe, die würden jetzt im Grunde verdienen, alle abgeklopft zu werden, verworfen, verbessert, ergänzt zu werden. Das ist jetzt nur so ein erstes Nachdenken von meiner Seite, was nötig wäre, um aus UNDROP sozusagen ein Softlaw-Instrument mit großer Wirkung in Deutschland zu machen. Genau, und soweit bin ich jetzt gekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michael. Das war ja schon eigentlich fast so ein kleiner Strategieplan für die Umsetzung in Deutschland. Sehr, sehr reichhaltig. Und genau, jetzt Lena hat sich noch nicht zugeschaltet. Lena, bist du da? Doch, ich bin da. Ja, gibt es Fragen von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen direkt zu Michaels Vortrag? Genau, also es gibt eine direkt zu dem Vortrag, die so ein bisschen vielleicht auch jetzt schon mit dem Resümee nochmal aufgegriffen wurde. Und zwar, wo sollte man ansetzen und wer bündelt und koordiniert das Notwendige in der Zivilgesellschaft? Also ein bisschen so die Koordinierung in der Zivilgesellschaft. Ja, ich habe die Frage ja selber gestellt und vorgeschlagen, dass es eine Koordinierung geben müsste. Ich bin ja nicht täglich mit euch allen intensiv im Kontakt, auch zu wissen, was es schon an Absprachen gibt. Es gibt ja das Bündnis, was diese Tagung macht. Ich weiß, dass es das an Absprachen gibt. Ich habe jetzt nur nicht so intensiv mitbekommen, dass es schon so ein, also es bräuchte wirklich so einen Strategieplan, wo auch 4, 5 Organisationen sagen, wir nehmen das jetzt als die zentrale Erzählung. Ja, wir bräuchten auch die Organisationen, die sagen, UNDROP ist so wichtig, dass wir das wirklich auch entsprechend nutzen wollen. Ja, ich glaube, bei den Indigenen, ist UNDRIP, also die Indigenen-Erklärung, hat genau diesen Stellenwert bei den Organisationen gehabt und hat dafür auch sehr viel politische Unterstützung. Und diese Unterstützung müssten wir auch einfach finden. Und deswegen habe ich ja überlegt, wie könnte das zusammenkommen. Aber ich kenne auch nicht alles, was es jetzt an Absprachen schon gibt. Vielleicht ist ja auch manches von dem, was ich vorgeschlagen habe, bedingt schon unterwegs. Ja, aber das würde sich ja nicht widersprechen dann. Ja, danke. Sicherlich ein Thema, über das wir morgen bei unserem Workshop auch nochmal sprechen werden, das sicherlich. Ja, gibt es weitere Fragen? Vielleicht eine Anmerkung, gerade auch nochmal dazu, zu der Vorschlag, dass das doch die AGLE, also die Arbeitsgruppe für ländliche Entwicklung beim Forum Umwelt und Entwicklung sozusagen koordinieren könnte. Vielleicht einfach nochmal zum Mitnehmen auch für uns die Anmerkung. Genau. Ich denke mal, spannend ist wahrscheinlich auch nochmal die Frage, wie das dann, hier hast du ja verschiedene
Vorschläge auch gemacht, wer eine koordinierende Rolle einnehmen könnte, das UBA oder das UP oder wie auch immer, wahrscheinlich auch nochmal die Frage, wie da die Gesellschaft eingebunden werden kann oder wie dann so eine Multi-Akteurs-Plattform auch aufgesetzt werden kann, also ob das Neues gibt, ob man ein bestehendes Forum nutzt. Ich will auch damit nicht sagen, dass diese Institutionen nicht alle selber zum Teil widersprüchlich sind. Ich will die jetzt nicht alle loben und sagen, das sind die genau richtigen Institutionen. Nur wenn es uns nicht gelingt, solche Tanker, die den gesellschaftlichen Debatten in Deutschland prägen und entscheidend mit beeinflussen, auch mit Detailstudien und so, für uns zu gewinnen oder dafür zu gewinnen, undrop ernst zu nehmen, dann kommen wir auch nicht weiter. Das war, glaube ich, der Gedanke, den ich vorbringen wollte. Wir müssen uns aktiv darum kümmern, solche Institutionen zu gewinnen. Und dann müsste man im Grunde für jede Organisation überlegen, wann treffe ich mich mit dem Chef der BLE mal? Ja? Gibt es Möglichkeiten, dass die vielleicht ein, zwei Studien in Auftrag geben oder Einzelaspekte aufnehmen oder sich stärker darauf beziehen? Solche Sachen, die wären, glaube ich, wichtig zu gewinnen, ja, weil nur dann kommt man auch in die Breite rein, die man braucht, damit so ein Softlaw-Doc-Instrument auch wahrgenommen wird. Ja. Gut. Genau, Anna-Maria, du möchtest gerne auch aus der Schweiz dazu was ergänzen. Bitte schön, gerne. Ja, danke, Gertrud. Ich denke, Schweiz ist ein bisschen anders, weil, wie ihr weißt, ist einige von den wenigen Staaten in Europa dafür gestimmt hat. Aber wir haben auch eine Strategie hier entwickelt und das verbindet sich sehr gut zu dem, was Michael gesagt hat. Es gibt eine Gruppe von Friends of the UNDROP, no? Die Freunde der UNDROP, und das ist sind viele Organisationen, die dazu arbeiten und genau an diese Strategie denken. Wie sollte es schauen? Welche Alliierte haben wir in der Regierung? Wie können wir diese Alliierten da drin benutzen? Ich glaube, auch sehr wichtig sind die regelmäßige strategische Workshops, die wir hier gehabt haben. Also diese Gruppe hat immer andere eingeladen, zu vielen von diesen auch Behörden, die in zuständige Gebiete arbeiten, die in Verbindung mit UNDROP sind. Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, diese Art von Studien zu machen, wie Michael vorgeschlagen hat. Hier hat die Geneva Academy for Human Rights vor kurzem eine Studie zur Implementierung von UNDROP auf nationalen Ebene und auch in der internationalen Zusammenarbeit. Und wir hoffen, dass das so ein bisschen eine Leitung für diese ganze Umtausche mit den Regierungen ist. Also so ein bisschen zu schauen, wie es schon in anderen Ländern angefangen hat. Und ich weiß, ihr habt schon einiges davon wahrscheinlich gedacht oder gemacht, aber ja, nur zum Vergleich. Ja, danke. Das ist doch ein sehr anschauliches, interessantes Beispiel auch. Vielleicht sage ich nochmal gerade was zu den beiden Texten von der Geneva Academy. Die sind sehr hilfreich, um zu wissen, wie man es macht im Grunde, auf was man achten soll, wenn man es macht. Ja, aber das heißt jetzt trotzdem noch, dass man so eine Studie für Deutschland machen muss. Ja, also was sind die relevanten Instrumente oder Institutionen, die UNDROP umsetzen müssen? Was sind die Hauptfragestellungen? Und die können eben in Deutschland ganz anders sein als in anderen Ländern. Ja? Und diese Anwendungsstudie, da kann man die Geneva Academy als Hintergrund nehmen, als Anleitung. Aber dann müsste man hier eine eigene Studie machen eben. Ne? Und ich glaube, die wäre schon nötig, ja, um das systematisch zu durchdenken, was ich hier nur kursorisch angefangen habe. Ja, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch Zeit. Ja, da kommt was. Fragen rein. Genau, also einmal die Frage nochmal an Anna-Maria, wo die Studie aus der Schweiz zur Umsetzung der UNDROP einsehbar ist. Vielleicht kann man da auch dann nochmal einen Link teilen. Ich werde schauen, weil ich das selber privat bekommen habe, aber ich werde das dann teilen. Und wir können das auch mit den Präsentationen gegebenenfalls an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schicken. Der Link ist auf der Webseite von der Geneva Academy auf jeden Fall drauf. Ja. Und dann nochmal eine Frage, die sich die eher nochmal so zur Diskussion stellt. Denkt ihr, dass wir auch neue Institutionen brauchen oder vielleicht alte abschaffen, die gegenwärtig der UNDROP entgegenstehen? Das geht vielleicht an Michael. Ja, radikales Denken. Ja.
ich habe erstmal nur darüber nachgedacht, welche sozusagen halbgute Institution könnte man denn verwenden, um UNDROP bekannt zu machen, ja. Und diese Institutionen sind ja zum Teil nicht klein. Ja, ich hatte, war neulich mal zufällig zu Besuch bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, die haben ja 1200 Mitarbeiter. Das sind ja keine kleinen, da sind allein 12 Leute. Ich hatte nämlich einen Besuch, der kümmert sich um die Förderung des Gerstenanbaus. 12 Leute kümmern sich allein um die Gerstenbrauer, Produzenten, die für vor allen Dingen Brauereien in Bayern liefern. Ja. Und was es da an Beratung und sozusagen gibt, ist enorm. Also an Beratungspotenzial gäbe in solchen Institutionen, um die zu gewinnen, glaube ich, stärker nochmal über so einen Text nachzudenken. Das halte ich für sinnvoll. Die kann man natürlich auch fordern, aufzulösen, aber ich glaube, das kriegen wir momentan gar nicht hin. Wir müssten erstmal UNDROP sozusagen verankern in dem, was wir haben. Deswegen hatte ich so ein bisschen überlegt, was könnten Institutionen sein, die ansatzweise Alliierte werden könnten. Und die müsste man ja gewinnen, auch für sozusagen das Gesamtbild. Ich habe extra auf das Gesamtbild abgezogen, damit die nicht immer ankommen und sagen, aber Artikel 5 steht doch der Zugang der Bauern zu natürlichen Ressourcen. Da steht da ja drin, das mag auch juristisch nicht so einfach sein, aber was damit gemeint ist, ist natürlich was ganz anderes. Aus dem La Via Campesina-Kontext heißt das halt, dass Leute nicht immer diskriminiert werden und gar keine Zugänge haben zu Land, zu Wasser, zum Mitgestalten dieser Ressourcen. Und das heißt nicht, dass irgendwelche Großbauern noch mehr sozusagen Gülle ins Grundwasser pumpen können. Aber das müsste man eben erklären. Und dafür ist es wichtig, diese Zugänge zu bekommen, um über das Gesamtbild, was hinter UNDROP steht, auch einfach Unterstützung zu gewinnen, zu kommen. Ne? Ja, danke. Das war nochmal anschaulich auch, was man solchen Gegenargumenten entgegenhalten kann. Gibt es noch weitere Beiträge? Also es gibt vor allen Dingen noch eine Frage, die eigentlich sich schon, als wir schon ein bisschen weiter fortgeschritten waren, nochmal auf den Vortrag von Anna-Maria bezog, aber vielleicht hat Michael dazu auch noch eine Ergänzung, weil Anna-Maria hat das schon so ein bisschen schriftlich beantwortet, aber die Frage war, ob es bereits Gerichtsverfahren oder Gerichtsurteile gibt, die die UNDROP berücksichtigen in einzelnen Ländern oder auch beim Internationalen Gerichtshof. Also ich wüsste momentan nichts. Anna-Maria hat ja auch geschrieben, sie muss nochmal nachschauen. Der Text ist ja nicht alt, ja, und der muss ja erstmal sozusagen jetzt auch von Gerichten verwendet werden, zum Beispiel bei der Urteilsfindung. Ja? Das heißt, Richter müssen den kennen und müssen dann meinetwegen in einem Konflikt über Landverteilung oder sowas sagen, da könnte ich das ja auch nochmal als zusätzliches Softlaw-Instrument anwenden, damit es mein Argument oder mein Urteil besser absichert. Ja? Und genau diese Arbeit, die müssten wir ja im Grunde jetzt leisten, wenn ich davon gesprochen habe. Wir müssen das hinkriegen, dass diese Softlaw-Instrumente auch verwendet werden. Ne? Also selbst die UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte werden noch nicht regelmäßig in Gerichtsverfahren gegenüber deutschen Unternehmen angewendet. Das ist gerade am Anfang und die wurden 2011 einstimmig im Menschenrechtsrat verabschiedet. Deswegen gibt es ja die große Debatte, auch ein Gesetz, ein Lieferkettengesetz einzuführen, damit die noch verbessert werden. Also der Übergang eines solchen völkerrechtlichen Instruments in die Rechtsprechung dauert oft lange, ja, aber das ist auch normal. Also da ist oft 5-10 Jahre, bis man da erste Urteile findet, eher normal. Bei den VGGTs, also den Leitlinien Land, gibt es inzwischen wohl auch erste Prozesse, wo die verwendet werden oder sie werden auch verwendet in multilateralen Entwicklungsbanken als Referenzdokument, auch in sozusagen Beurteilungen von einzelnen Situationen. Aber das dauert eben, ne? Und da steckt eben noch mehr Arbeit hinter. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht ganz. Aber vielleicht gibt es auch schon das erste oder andere. Ne? Aber ich wollte nur sagen, das muss uns gerade nicht frustrieren momentan, sondern wir müssen eher sozusagen Diskurshoheit gewinnen, so ein Stück. Ja? Da wären wir momentan von dem Agenda-Setting her, meiner Meinung nach. Ja, vielen Dank. Das war nochmal auch gut verständlich erklärt. Gibt es noch weitere Wortmeldungen, Beiträge zur Debatte? Müssen ja nicht nur Fragen gestellt werden, es dürfen gerne auch an weitere Anregungen aus dem Publikum auch dazu kommen. Zu der ganzen. Bislang ist bei mir gerade nichts mehr eingegangen, soweit ich das sehen kann. Gut, wir müssen auch nicht bis zum absoluten. Ah, doch, da kommt noch was. Kommt noch was, genau. Also
Es geht nochmal zu dem holistischen Ansatz der UNTROP, über den ihr beide gesprochen habt. Ob ihr dazu noch was sagen könnt? Also, genau. Die Korinth, Holistik. Wer möchte zuerst? Ich glaube, ich an euch beide. Dann fange ich an. Also ich hatte ja gerade betont, wie wichtig mir das ist, sozusagen den Kontext zu sehen, in dem ich glaube, wo man in Deutschland UNTROP platzieren könnte. Und es gibt eine wachsende Sorge über enorme Verluste von Artenvielfalt zum Beispiel. Das ist ein großes Thema, was Bienensterben anbelangt. Aber Tanja Busse zum Beispiel hat ja gerade so ein Buch dazu geschrieben, die Umweltjournalistin, was brillant ist und nochmal beschreibt, wie Artenvielfalt auch mit unserer Landbewirtschaftung zu tun hat und dem Nachdenken. Und die macht gleichzeitig deutlich, dass da die Bauern überhaupt nicht die Profiteure von sind. Ja? Also diesen Kontext viel, viel stärker zu nutzen. Ja? Wir haben den enormen Druck zur Anpassung an die Landwirtschaft und Forstwirtschaft, die in Deutschland wirklich deutlicher wird, weil das nicht mehr wächst in Brandenburg hier oder auch in anderen Regionen. Ja? Wir haben echte gravierende Probleme, wir kriegen auch gravierende Wasserprobleme in dem Kontext. Ja? Also die Spree fließt schon wieder rückwärts, wie sie es auch im letzten Jahr gemacht hat, weil nicht mehr genug Wasser da ist. Das sind ja Themen, die die Gesellschaft erreichen inzwischen. Ne? Und das hat auch was damit zu tun, über was für Formen von Landwirtschaft denken wir nach. Wollen wir immer so eine Klöcknerentschädigung machen? Am Ende vom September entschädigen wir den Bauern 30-40% der Klimaverluste von der entgangenen Ernte? Oder denken wir darüber nach, wie wir eigentlich anbauen müssten, damit die Ernten nicht immer so ausfallen? Wie können wir die Landwirtschaft resilienter machen? Wir haben den Kontext Tierhaltung, der so wahnsinnig unakzeptiert ist in der Gesellschaft inzwischen, zu Recht. Ja. Nicht nur von dem Umgang mit den Tieren selber, das ist katastrophal an vielen Stellen, aber auch inzwischen eben mit dem ganzen Umgang mit den Arbeitnehmerinnen in diesen Großproduktions- und Schlachthöfen. Und also da ist schon ein Fenster, finde ich. Wir haben Antibiotikaresistenzen, die enorm sind. Also da ist ein Kontext, in dem man das reinstellen muss. Und da muss man sagen, das Interessante ist ja, dass, weil das ein Text ist, der von Bäuerlichen, von La Via Campesina geschrieben wurde, der vieles unkonventionell zusammendenkt, was in UNO-Texten sonst oft überhaupt nicht drin ist, der gerade diese Holistik aufmacht und sagt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die Leute, die in ländlichen Regionen leben, ein Überleben haben. Und die fordern übrigens nachhaltiges Wirtschaften ein und die fordern übrigens ein, anders mit Arbeitnehmerinnen umzugehen. Und das steckt da ja drin. Und daraus sozusagen die Chance zu nehmen, zu sagen, das ist etwas, was wir in diese Zukunftskommission Landwirtschaft reinbringen müssen, damit die nicht über ein bisschen mehr 10% höhere Preise und 5% weniger CO2-Belastung nachdenken und am Ende sagen, das ist das Zukunftsmodell, sondern dass wir das so weiter aufmachen. Das wäre für mich die Chance, die ich auch in dem holistischen Ansatz sehe. Und ich glaube, das müsste man auch in der Darstellung von UNTROP wahrscheinlich auch in dem Beschreiben von dem, was da drin ist, noch stärker vielleicht herausmodellieren, um in politische Parteien damit reinzukommen. So, das wäre mein Ansatz von dem holistischen Verständnis. Ja, danke Michael, das war nochmal erklärt. Anna-Maria, du wolltest noch gerne dazu was auch sagen, ja, bitte. Ich wollte ein bisschen zum Ursprung der holistischen Ansatz. Und die Sache ist, dass auch wenn wir in unseren verschiedenen Agendas immer uns auf Themen fokussiert haben, wie Land oder Wasser oder Ernährung, die Realität der Bauern ist komplex. Ja? Es ist nicht nur eine Sache. Wenn das Recht auf Land verletzt wird, ist normalerweise auch das Recht auf Wohnung, ist auch das Recht auf Wasser. Und deswegen verspiegelt diese Erklärung diese Realitäten, die komplex sind. Das heißt, dass die verschiedenen Rechte zusammenbringt, verschiedene Themen, wie Michael klar erstellt hat, aber auch die verschiedenen Behörden und auch die Verbindung von verschiedenen Bewegungen irgendwie vergünstigt. Und wir haben in unserer Analyse immer gedacht, okay, diese Fragmentierung, das gerade passiert, hilft nicht zur effektiven Umsetzung der Menschenrechte. Ja, zum Beispiel, manche sagen, ihr sollt nicht Landeroberung als ein Problem sehen, weil wenn die Leute keine Ernährung mehr herstellen können, haben die sowieso zum Beispiel Fortified Food, ne, diese verbesserte Ernährungsprodukte. Und das fragmentiert die Realitäten mit Lösungen, die nicht richtig sind und die auch nicht auf das Kulturelle und Soziale
von der Realität der Bauern und die Gesellschaft insgesamt schaut. Und deswegen ist das alles wie in der Realität zusammenzubringen sehr wichtig. Ja, und das natürlich dann würde sich in der Strategien verspiegelt. Ich glaube, auch wenn der Verhandlung war sehr wichtig, immer zu sagen, wenn wir die Rechte der Bäuerinnen schützen, schützen wir die Rechte von allem. Ja, weil die Bäuerinnen verursachen das, herstellen das gut, die gute Ernährung. Das heißt, wenn wir in den Städten auch gutes Essen haben wollen, brauchen wir die Bauern. Und so, es klingt ein bisschen utilitaristisch, aber auch wenn wir in den Städten gute Ernährung haben wollen, brauchen wir, und es ist gut, die Bauernrechte zu schützen. Diese Verbindung zwischen Land und Stadt ist sehr zerbrochen in vielen Ländern. Sehr oft die Politiker sind sehr weit weg von den ruralen Realitäten, weil die einfach in einer Stadt groß gewachsen sind und immer mehr. Und diese Verbindung durch die Erklärung zu machen, ist eine gute Gelegenheit, um die Effektivität der Umsetzung der Menschenrechte zu verbessern. Ja, vielen Dank. Das war nochmal, glaube ich, beides nochmal ein guter Hintergrund und auch nochmal Ansatz zum Verstehen, wie man mit der UNROP auch weiter arbeiten kann. Vielleicht gut. Auch nochmal ein Gedanke, was ich immer spannend finde, ist, vielfach nähern wir uns ja diesem Phänomen, wie sehr die Zukunft ländlicher Räume aus, indem wir über Grenzwerte nachdenken. Wie viel Nitrat, wie viel CO2, Bodenfruchtbarkeit, Artenvielfalt. Der Kern von UNROP ist ja im Grunde zu sagen, es müsste eigentlich nicht mit den Grenzwerten anfangen, sondern mit den Leuten, die dort leben. Ja? Und sozusagen von dort ausgehend kommt man hinter irgendwie auch zu Grenzwerten. Ja? Aber das ist sozusagen ein Veränderungston in der Debatte und den müsste man nutzen. Ja? Das bringt sozusagen nochmal ein anderes Bild sozusagen auf das, was sich verändern muss. Es muss nicht der Raum sich ändern, der muss nicht ökologisiert werden, sondern es geht gar nicht ohne die Leute, die darin leben. Und diese Veränderung, da glaube ich, da ist eine Chance drin, also auch gerade für Organisationen wie die ABL oder so. Ja, ja, also nochmal sozusagen klare Ausrichtung, es reichen nicht einzelne technische Ansätze, genau, sondern wir brauchen wirklich das soziale, das politische Verständnis. Ja. Und vielleicht ergänzend zu dieser, also es gibt die SDGs, die wie ist der Name auch? Sozial, also nachhaltigen Entwicklungsziele. Genau. Die sind so stark jetzt in der Politik, richtig? Und die machen ein bisschen Menschenrechte auf der Seite, obwohl das nicht so sein sollte. Und das Problem ist, dass sie sich nur auf die Gewährleistungsdimension fokussieren. Aber eigentlich werden die Ziele nicht erreicht, wenn die Schutz- und Achtungspflichten nicht aufgepasst werden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Erklärung nicht nur auf Gewährleistung fokussiert. Das ist auch wichtig. Aber auch auf diese Achtungs- und Schutzpflicht, dass, wie Michael gesagt hat, und wie alle Menschenrechte machen, die Menschen und die Natur momentan auf den Zentrum bringen. Ja, danke. Lena. Ja, jetzt kamen hier noch ein paar Kommentare und Beiträge. Vielleicht ein Blog, nochmal kurz vorwegzunehmen. Einmal nochmal der Hinweis oder der Gedanke nach den vielen politischen, wichtigen politischen Ansatzpunkten, die wir genannt haben, die Michael vorgestellt hat. Nochmal der Hinweis, dass es auch mehr Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu UNROP bräuchte. Und der Kommentar, auf den ihr vielleicht auch nochmal reagieren könnt, dass so als Problem gesehen wird für die kommende Debatte über die UNROP hier in Deutschland, dass sozial-ökologische Positionen doch häufiger eher mit städtischen Akteuren in Verbindung gebracht werden. Und dass Politikerinnen doch häufig sehr weit weg sind, auch von den ruralen und ländlichen Realitäten. Das hat ja, glaube ich, Anna-Maria in ihrem Vortrag auch ganz gut für Kolumbien auch dargestellt. Genau, das wäre die eine Frage erstmal. Und ja, vielleicht könnt ihr darauf einmal reagieren und dann kommen wir nochmal zu einer rechtlichen Frage. Bitte dem einfach nur zustimmen. Ich hatte ja extra gesagt, das Werben für zum Beispiel UNROP oder so einen Gedankenkontext, wie wir den gerade jetzt entwickelt hatten, muss ja auch in politischen Parteien zum Beispiel beheimatet werden. Ja? Und ich sehe nicht die großen Akteure, die sich dafür einsetzen. Ich sehe eher ein paar Akteure, die sich für konventionelle Landwirtschaft noch einsetzen.
weil sie irgendwo im Aufsichtsrat von einer Molkerei sitzen oder so oder bei Tönnies. Aber sozusagen, dass wir dafür Leute gewinnen und auch sagen, das ist sozusagen ein Modell, auch über eine wichtige klimapolitische, ökologische sozusagen Weichenstellung nachzudenken, eben ländliche Räume anders zu durchdenken. Ich glaube, das müsste man hinkriegen. Ja? Und da kann UNDROP eben eins ein sehr wichtiges Dokument sein, weil es eben so zentral die Produzenten, die Menschen in ländlichen Regionen ins Zentrum rückt. Ja? Und das hat natürlich diese Demo mit den 7000 Traktoren hier in Berlin vielleicht geschafft, die ja die Kanzlerin dann bewogen hat, so eine Zukunftskommission einzusetzen. Aber ich würde mir denken, diese Zukunftskommission wäre für uns auch ganz wichtig, jetzt Outreach zu machen zu diesen Akteuren, die dort beteiligt sind, aber auch in die politischen Parteien hinein. Das ist jetzt ein Jahr, die haben gerade begonnen, was vor uns liegt. Und das müsste man nutzen, um so einen Kulturwandel mit anzudiskutieren und dafür UNDROP zu nutzen. Also es wäre jedenfalls so ein Fenster der Möglichkeiten. Ja. Mhm. Und die nächste Frage, die noch offen ist, ist die Frage nach, wie begegnen wir dem Argument, dass die Rechte doch schon alle irgendwo festgeschrieben sind? Soll ich dazu antworten? Ja, gerne, Anna. Ja, ich glaube, die Rechte sind auf eine sehr allgemeine Art und Weise beschrieben, aber das Schöne an dieser Erklärung ist, dass es wirklich detailliert für die Lage der Bauern geschrieben ist. Das heißt, man kann das Recht auf Nahrung haben, da gibt es in den allgemeinen Bemerkungen ziemlich viel, aber das ist nicht nur um die Bauernsituation. Und dann, wenn man da reingeht, bekommt man mehr Fleisch. Ich glaube, es ist wichtig, dass es auch, dass das Völkerrecht ist, entwickelt sich. Ja? Und als die Pakte genommen worden sind oder die allgemeinen Bemerkungen geschrieben worden sind, war eine Situation, die Situation und die Probleme der Welt haben sich geändert. Und diese Erklärung antwortet zu den gegenwärtigen Herausforderungen, die wir haben. Und von daher kann helfen, besser dazu zu antworten. Das heißt, das Alte ist notwendig, weil da die Grundlagen sind, aber das Neue ist gut, weil das uns viel detailliertere Lösungen gibt. Vielleicht kann man noch ergänzen, richtig, wir haben ja im Menschenrechtsbereich nach den Pakten und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die Anna-Maria gerade auch erwähnte, eben die Entwicklung mehrerer Spezialkonventionen auch gehabt, eben auch zu besonderen Gruppen, also die Frauenrechtskonvention, die Kinderrechtskonvention oder zuletzt die Behindertenrechtskonvention. Und alle diese Konventionen haben ja keine neuen Menschenrechte erfunden, sondern jeweils den Kanon, der in den beiden Pakten drin ist, durchbuchstabiert, nochmal durchdacht. Was heißt das eigentlich für Frauen, wenn man über Diskriminierung spricht? Das ist was anderes, als wenn man das mit anderen Gruppen macht. Was heißt das eigentlich für Kinder, wenn man über Partizipation spricht? Da muss man anders drüber nachdenken, weil deren Partizipationsmöglichkeiten sind anders als von Mit-40ern oder sowas. Und deswegen, die Konventionen machen ja gerade deutlich, wie sinnvoll das sein kann, um diese besonderen Gruppen auch sozusagen in ihrer Ermöglichung der Menschenrechte zu unterstützen, braucht man diesen Spezialblick. Und der ist eben bei Indigenen genauso gemacht worden im UNDRIP und jetzt eben auch gemacht worden für bäuerliche Familienbetriebe oder für bäuerliche Gemeinschaften. Und ich glaube, oder für Menschen, die in ländlichen Regionen ihr Einkommen erzielen, nennen wir es mal so, ja. Und das ist sozusagen der Vorteil. Ja? Und das ist eine Gruppe, das sind, die FAO sagt ja immer 525 Millionen bäuerliche Familien, das sind 2,5 Milliarden Menschen, das ist immerhin ein Drittel der Menschheit. Ist auch nicht so ganz doof, für die was zusammen zu machen. Ja? Das kann man sich durchaus, ist eine Berechtigung dafür da. Ne? Und ich finde, also man kann eben gut auf diese anderen Spezialkonventionen verweisen. Es macht Sinn, es sind keine neuen Rechte, sondern es ist die Anwendung auf sozusagen diese Gruppe. Ja? Und da ist eben der spezielle Blick sehr hilfreich, um wirklich Handlungsbedarfe zu identifizieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende. Anna-Maria, du wolltest noch gerne was zu Tools sagen, Instrumenten sagen. Ja, ganz kurz nur zu sagen, dass ich mich auf die vier Instrumente konzentriert habe, aber es gibt auch natürlich von La Via Campesina interessante Instrumente, die sind auf der Webseite, in Deutschland ABL-Webseite und auch die Geneva Academy for Human Rights, leider meistens nicht auf Deutsch, oder auch CETIM, die sind meistens auf Französisch, sind auch andere, und ich weiß, dass viele andere auf der
dann in den verschiedenen Ländern erscheinen werden. Also es lohnt sich immer so ein bisschen Recherche zu machen, um zu verfolgen, was passiert. Und wir versuchen auch in unserem Website die News zu bringen. Über ja, vielen Dank. Genau, ich kann ergänzen, dass wir jetzt von vier in Belgien gibt es eben auch für die Umsetzung ein sehr, sehr gutes Factsheet mit vielen Anregungen. Und wir werden das auch auf Deutsch übersetzen. Wir haben damit begonnen und das wird auf Deutsch dann auch vielleicht Ende Oktober zur Verfügung stehen, Anfang November, und kann auch dann eben dazu dienen, die Diskussion hier in Deutschland zu bereichern. Wir kommen zum Ende. Ich danke euch beiden, Michael und Anna-Maria, ganz, ganz herzlich. Das war, fand ich, wirklich ein unheimlich gute Inputs, gute Diskussion, sehr, sehr umfassend, die, glaube ich, uns allen, mir auf jeden Fall nochmal ganz weiterführende Anregungen gegeben haben für unsere Diskussion und auch für die weitere Strategieplanung. Wir werden ja morgen dann den Tagesworkshop haben und ich glaube, dafür war das eine unheimlich gute Grundlage dafür unsere Diskussion morgen. Ganz, ganz herzlichen Dank und wir werden sicherlich im Kontakt dazu bleiben, im Austausch. Wir werden sicherlich auf euch beide auch nochmal zukommen und ich freue mich, sage ich mal, jetzt auf die weitere Arbeit dazu, mit so einer Dynamik, mit so einem Ideenpool, macht das auch wieder, es gibt das neuen Wind im Rücken und auch wenn es ein dickes Brett sein wird in Deutschland, bin ich mir sicher, glaube ich aber doch, dass wir da zusammen vorankommen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und wir schließen dann jetzt hier ab und ich wünsche allen euch beiden, aber natürlich auch allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt noch einen schönen Tag und morgen einen guten Workshop und hoffe, dass wir alle sozusagen zusammenbleiben, um an diesem Thema weiter zusammen voranzukommen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.